Willkommen zu einer neuen Runde Path of Exile. Dann wollen wir doch mal mit diesem Vorici Master Assassin sprechen. Aha, du qualmst. Das kommt vom vielen Rauchen. Yes, you'll do. Now listen carefully, for I do disdain repetition. There are those who live for greater things in Rayclast, and then there are those who just live. One of the latter is out there right now, grasping at our future with greedy little fingers. Kill this selfish malcontent and do it with all possible speed. Though they have deeply disappointed me, I still rather like this particular villain. Make it quick and relatively painless. Assassinate the target within the time limit. Wo? Was? Ja, wo ist denn das Target? Ach, das ist ja auch auf eingezeichnet. Also mir vergeht hier echt der Spaß langsam, muss ich sagen. Ja, hallo meine Lieben. Ich schaffe hier in diesem Spiel nicht mehr so viel. Ich bin scheinbar schon zu weit. Wir werden hier immer so schnell umgehauen. Ich bin echt kurz davor, das Let's Play abzubrechen, ne? Möchte ich nur mal so sagen. Ich werde das nicht ewig machen, wenn das immer nicht funktioniert hier. Weil, wie gesagt, wir sind voller Lebenspunkte und ich kann da gar nicht gegen anheilen, wie schnell die uns alle weghauen. Und das ist auch wieder so eine unnötige Nebenaufgabe hier. Nee, komm, das lassen wir. Diese Aufgabe lasse ich einfach sein. Ich lasse die Zeit jetzt ausgehen. Und dann ist halt fehlgeschlagen. Aber die Aufgaben von diesen Leuten, die immer so mitten im Level stehen, die sind noch schwerer als sowieso schon. Ach, die sind aber trotzdem noch da. Toll. Und er macht gar nicht so den Anschein, als ob ihn das hier interessiert. Also ich habe echt null Spaß mehr. Also jetzt bin ich auch an einen Punkt angekommen, wo das Spiel für mich keinen Spaß mehr macht. Weil man nur noch stirbt. Wie gesagt, ich finde, das ist ein großartiges Spiel, aber ich sehe ein großes Problem darin, dass die halt den Schwierigkeitsgrad so linear machen. Dass die einem nicht irgendwie 10, 20 Schwierigkeitsgrade anbieten, die man nach und nach abgrast und nicht einen festen Schwierigkeitsgrad, den du gezwungen bist durchzuspielen. Und der wird einfach immer schwerer. Ich mag es, wenn man halt locker durchspielt und dann kannst du dich im Endgame kannst du dann dich darauf konzentrieren, einfach immer noch besser und noch besser werden und bessere Sachen zu finden und besser zu leveln und machen und tun. Das aber nachdem du die Story durch hast. Die Story will ich erstmal easy peasy durchmachen, sonst macht es mir echt keinen Spaß großartig, wenn man dann da nicht weiterkommt dauernd. Und dann ist ein Spiel für mich auch schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Dann aber auch gut, dass es so viele Spiele auf dem Markt gibt, dass ich da also auch gar nicht so gezwungen bin. So, Sewer Creating, das ist, Creating, das kommen wir nicht rein, okay. Dann halt nicht. Dann geht das vielleicht nochmal wann anders, ich weiß es nicht. Okay. Ach ja. Und es gibt von Until Dawn, ich glaube Rust of Blood oder sowas komisches, gibt es jetzt bald einen neuen Teil. Ich habe Until Dawn zwar mal mitgekriegt, aber nie gespielt, weil es wieder ein Konsolentitel ist. Wieder dieses, nur für Konsole. Oh, dieses Konsole-Exklusiv, wie mich das aufregt. Genauso Final Fantasy 15. Ich habe schon von allen, die das gespielt haben aus meinem Bekanntenkreis, sogar von Leuten, wo ich das gar nicht erwartet habe, dass sie überhaupt so was spielen, gehört, boah, ist das geil, Alter, ne? Und da habe ich Bilder gesehen von der Grafik. Oh, was? Ja. The Monkey King has built his throne on your back. A throne of gold and gem, polished with blood and tear. Throw off the Monkey King and his shining privy, before your back is broken. Okay. Nee, und da, das ist halt so, wo ich sage, gut, warte es ab, das wird sowieso irgendwann auch für alle rauskommen, also auch für den PC. Aber dass man das nicht gleich für den PC mit rausbringen kann, verstehe ich nicht. Okay, also uns verpissen ist hier die Devise.
Gegen die will ich gar nicht kämpfen. Perpetus, haben wir ja schon wieder einen dicken. Okay. Ja, jedenfalls, diese Konsole ohne Titel finde ich immer schlimm. Aber es ist ja auch wieder schön, dass zum Beispiel Gronkh auch immer alles auf der Konsole, was neu rauskommt, anspielt, weil so bekomme ich wenigstens alles mit, auch wenn ich selbst nicht alles spiele. Ich habe in letzter Zeit jetzt bestimmt 20 Streams von ihm geguckt, weil ich seine Let's Plays ja nun schon durch hatte und ja, ich könnte mich dann als Gronkh-Sukti betrachten, aber ich finde ihn einfach verdammt unterhaltsam. Und ich habe den gerne, auch wenn ich hier am Wirken bin und so, gerne wie so ein Radio nebenbei laufen und beömmel mich denn da nebenbei immer so ein bisschen. Manche Leute mögen sagen, das lenkt doch voll ab und man wird dann irgendwie, kommt nicht richtig klar, aber ich bin da anders. Jeder sagt, er kann Multitasking, aber ich bin davon überzeugt, ich kann es wirklich, weil ich kann arbeiten und gleichzeitig Leuten zuhören und alles und ja, ich hatte noch nie Probleme, dass ich dann Dinge nicht mitkriege. So, da unten geht's wohl weiter. Ja, diese Kack-Leute, die man immer trifft, weißt du? Man muss ja diese Aufgabe schaffen, sonst begleiten einen die Trolle ja auch nicht in eine Stadt, weißt du? Das ist ja das Doofe, sonst bleiben die da stehen. Ist mir dann aber auch eigentlich so ein bisschen wurscht, dann ist das halt so. Weil, was willst du sonst, ja, was willst du machen? Weil die Aufgaben sind noch schwerer als die normalen Aufgaben schon. Und mir ist der Schwierigkeitsgrad hier sowieso hoch genug. Hat man sich ja noch gar nicht gemerkt. So. Naja. Da haben wir wieder die Ollen. Das ist echt so wieder auch so ein Spiel natürlich. Hier kann man super quatschen. Deshalb habe ich auch das Spiel gestartet. Erstmal, weil es mich interessierte, wie der neue Akt so aussieht. Und auch, weil ich labern wollte und das eignet sich hier besser zu als Primal, wenn man labern möchte. Weil Primal ist einfach noch zu... Gut, da kann man noch sehr viel... Ja, ich schweige da oft sehr viel, weil ich da sehr angestrengt bin. Und man kann sich da sehr gut aufs Spiel konzentrieren. Und hier ist das ja oft sehr repetitiv, da muss man sich nicht so konzentrieren. Man stirbt halt trotzdem, ja, aber das liegt daran, weil ich einfach noch nicht genug gute Ausrüstung habe und Kram. Das käme halt mit der Zeit und deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man eben viele, viele, viele Schwierigkeitsgrade macht, die man halt frei wählen kann. Und nicht einen. Eine Schwierigkeitslinie, die so unangepasst ist. Bei Diablo stelle ich auch schnell von normal auf schwer und Meister und Profi hoch und so, weil mir das immer alles zu schnell, zu leicht und zu lasch und alles wird. Und trotzdem schafft man das, aber das hier ist, als würde ich beim ersten Durchlauf gleich versuchen, Qual 3 mit einem schwachen Helden, so relativ zu Anfang. Als ob ich mich dann da halt so gleich im wahrsten Sinne des Wortes eben durchquälen möchte und das ist halt hier so gezwungen. Ich muss mich hier durchquälen, weil es keine leichteren Schwierigkeitsgrade gibt, wo man das Spiel erstmal locker flockig durchspielen kann und dann immer noch gut werden. Aber nein, man muss in den meisten Rollenspielen halt tatsächlich während des Spiels besser werden und hast halt verschissen. Ja, ist das halt so. Was Diablo angeht, machen wir garantiert auch nochmal weiter. Der Necromancer ist auch nicht gerade einer der stärksten Klassen, kann man schon so stehen lassen. Ich habe jetzt mit dem Paladin da noch angefangen in Folge 30 und ja, ich selbst habe ihn jetzt schon in den dritten Akt gebracht und werde nebenbei, wenn ich dann mal wieder Bock habe, wieder spielen, bis wir dann ungefähr an dem Punkt vom Let's Play sind und dann kann ich weitermachen. Dann können wir auch weiter daddeln. Das kriegen wir schon hin. So, ich werde mir hier nicht die ganze Gegend angucken, weil ich weiß ja, dass es hier diese Erfolge gibt, dass man hier irgendwie in einem Level alle Viecher platt macht, denen man so begegnet, aber das sehe ich noch nicht ein. Dazu bin ich nicht nur noch nicht so stark genug, um dass ich jetzt hier jeden Gegner platt mache, haben wir ja vorhin gesehen, und da habe ich jetzt auch noch keine Meinung zu, da bin ich jetzt, mehr auf die Story angewuselt. Am Anfang habe ich ja auch noch immer darauf geachtet, alles mitzunehmen, aber wird ja auch schwerer mit der Zeit und dann dauert es ja auch immer länger, so ein Level durchzuwuseln, wenn man immer auf jeden Pups achtet. Oh, Galgen.
Schön. Foltereinrichtung hier. Ist das das Crematory? Jo, das Crematorium. Da gibt's Creme Fraiche bestimmt. So, ich esse heute auch nichts mehr. Ich habe heute genug genascht und Kram. Muss ich bei Krematorien an Essen denken. Wusstet ihr, dass Kannibalismus, also wenn jemand umbringt und ihn dann isst, zu Mord und anschließend auch Störung der Totenruhe gehört? Weil einen Toten aufzuessen ist tatsächlich eine Störung der Totenruhe. The Crematory. Ja, warum sage ich The Crematory? Ist halt The Crematorium. Okay. Wahrscheinlich werden wir hier hauptsächlich irgendwie in Städten unterwegs sein. Das erinnert mich so ein bisschen an China, ne? Vom Aufbau her. Ja, ich weiß, ich habe erst Rom gesagt, aber ich meine jetzt, der Akt erinnert mich wie an China. Was war denn da? Pling, pling. Sind das die beiden Edelsteine, die jetzt bald wieder voll gedings sind? Boah, diese Elementare und hier ist jetzt alles so stark geworden, ne? Boah. Wie alles einfach so stark geworden ist mittlerweile. Und wir eben nicht. Vielleicht habe ich zu viel auf Angriff und zu wenig auf Verteidigung gesetzt. Weiß ich ja auch nicht. Aber ich finde das schon happig, muss ich sagen. Ja. Aber guck mal. Ja. Wie die jedes Mal übertreiben hier wieder. Also, wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns echt ein anderes Spiel raussuchen hier. Es gibt ja genug, was wir spielen können. Aber das wird mir sonst irgendwann zu doof, dass wir hier nur noch am Ablusen sind. Weil wie gesagt, ich finde den Schwierigkeitsgrad, der zieht mir zu doll an. Ich bin dann immer auch neugierig, wie es weitergeht. Aber ganz ehrlich, dann biete ich uns allen an, bei Leuten zu gucken. Ich bin kurz davor aufzuhören. Bei Leuten zu gucken, die es auch können, ne? Ist natürlich schön, wenn ich auf meiner Website überall eintrage bei den Spielen abgebrochen. Immer schön kein Spiel zu Ende spielen. Da könnten jetzt andere böse Leute auch wieder erzählen, das ist ja mit allen so, dass du das immer nicht zu Ende bringst. ja gut. Aber Spiele soll man ja auch nur spielen, wenn sie einem Spaß machen. Und wenn es dann einem nicht mehr so Spaß bereitet, wenn man nur noch am Verlieren ist, dann sollte man was anderes spielen, oder nicht? Mir wird der Schwierigkeitsgrad hier halt langsam zu happig. Dann lassen wir das auf lange Sicht, wenn das so weitergeht. Und ich möchte euch ja auch nicht immer in den Ohren liegen, wenn es mir nicht mehr passt, weil ich dauernd verliere. Naja. Ich kann hier gegen anheilen, wie ich... Also, ja, genau, gegen anheilen, wenn es schön wäre. Nee, ich kann hier überhaupt nicht gegen anheilen. Da kann ich alle drei Tassen gleichzeitig gluck, 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 alle wegtrinken und es passiert gar nichts. Ich sterbe trotzdem. An so einem Punkt merkt man halt, dass es einem keinen Spaß mehr macht. So, ich hau jetzt hier immer mit der starken Attacke rein. So, mit der hier auch noch. Bumm. Nur ich will nicht an jeder Ecke fünfmal, zehnmal sterben. Also ich bin echt, ich würde mal sagen... Wie viele Folgen haben wir jetzt schon gemacht? Habe ich jetzt gerade nicht einen Überblick. Aber ich würde mal sagen, die so viele Folgen wie in Diablo werden wir hier nicht erreichen. Weil ich bis dahin sicher keinen Bock mehr haben werde. Wenn ich auch sehe, was die hier mal aushalten, die Scheißviecher. Und wir haben ja nun schon Level 27 oder 28. Und die Viecher hier sind 23 theoretisch. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Also entweder bin ich hier mega schlecht in diesem Spiel. Es wird wahrscheinlich genug Leute geben, die mir das auch attestieren, dass ich das bin. Ein einziger Tod noch an dieser Stelle und ich beende das Let's Play sofort. Dann suchen wir uns sofort was Neues. Das sehe ich nicht ein. Dann werde ich auch mit keinem weiteren Charakter hier das Spiel irgendwie starten. Es war sowieso ein kostenloser Titel. Weil das halt so mit Ingame-Shop-Größe hier finanziert war. Aber da möchte ich da auch gar nicht mehr großartig Energie drin verschwenden. Dann mache ich dann lieber Spiele, die mir... Zum Beispiel sowas wie Goat Simulator, weißt du? Da kannst du gar nicht verlieren. Da kannst du nur schön erkunden.
So, oder bei Primal. Da kannst du auch nicht wirklich verlieren. Gut, das Spiel, Let's Play ist beendet. Nee, da kannst du halt auch nicht wirklich verlieren. Weil man erkundet ja nur. Und wenn man da stirbt, dann kann man sich ja alles wieder zurückholen. Ich kann sie ja auch, aber hier hast du keine Chance. Bei Primal, was ja schon als ungewichtet gilt, da hast du wenigstens noch eine Chance. Also ich werde mir im Internet nochmal angucken, wie das Spiel so enden wird. Könnt ihr ja auch machen, wenn euch das Spiel interessiert. Wenn ihr nur zuhört, weil ihr mir zuhören wollt, dann finde ich das natürlich schmeichelhaft. Jetzt mache ich mal Aufnahme beenden. Resurrect in Town mache ich mal eben und dann beenden wir das Ganze hier. Das ist mir sonst zu doof, das wird mir zu schwer. Exit Path of Exile. Spielzeit 12 Stunden. Ja, und dabei wird es dann auch bleiben, ne? Würde ich mal sagen. Dabei bleibt es dann. Ja, ich habe echt genug Spiele, daran hängt es jetzt nicht. Ich gebe mal eben ein Path of Exile, falls es euch interessiert. So, ob die hier so ein bisschen was angeben über die Story noch, was passiert oder so. Falls ihr euch nicht spoilern wollt, hört mir jetzt bitte nicht mehr zu. Akt 1 ist The Shore, ein großer Küstenabschnitt. Akt 2 ist The Forest, ein großer Urwaldabschnitt. Akt 3 ist The City of Saan, ist eine antike, verfallene Hauptstadt eines untergegangenen Reiches. Und Akt 4 wäre The Highgate, ein Lager auf einem Berg mit Minen. Sicher total cool. Ich guck mal eben. Path of Exile, The Highgate. Bilder. Ja gut. Sieht... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, sieht jetzt unheimlich hübsch aus, aber... Oder ich gebe einfach nur... Ja, Highgate. Ja, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Act 4... Gucke ich mir jetzt nochmal gerade hier so an bei Google Bilder. Ja, also da gibt es echt noch schöne Sachen. Für Leute, die jetzt wirklich so hardcore drauf sind, die können das gerne spielen. Mir ist der Schwierigkeitsgrad hier zu hart. Und ich habe es ja euch ja gesagt, wenn wir da noch einmal sterben ist Schluss und ich stehe dann auch dazu, weil da habe ich dann echt keine Lust mehr drauf. Das Spiel, muss ich sagen, Resümee, ist ein schönes, ist eindeutig ein wunderschönes Spiel, ist grafisch echt toll gemacht, es ist sehr tief, es gibt sehr viele Dialoge, es gibt sehr viel Abwechslung und ich denke mal, wenn man im Endgame ankommt, ist es auch sehr spaßig und cool, aber ich... Meine Frustrationsgrenze ist dann irgendwann auch erreicht, wenn es mir zu fordernd wird. Vielleicht als jemand, der das erste Mal gespielt hat, habe ich auch vielleicht Fehler gemacht in der Skillung, im Ganzen da. Es mag auch alles sein, weil ich das ja da schon ein Newbie bin in dem Spiel, aber ist mir wurscht. Wenn man das so, wie gesagt, Blizzard kriegt's ja auch hin. Ich bin da, ich weiß, jetzt kommen die Leute wieder, Blizzard-Fanboy. Ja, dann ist das halt so. Aber Blizzard kriegt es ja auch hin, dass man ein Spiel spielen kann, ohne dass man gleich verzweifelt, weil das total pissenleicht ist am Anfang. Und du kannst selbst entscheiden, wann es schwerer werden soll. Nicht das Spiel macht das für dich. Weil da ist es für mich dann vorbei, weißt du? Habt ihr ja gerade gesehen. Der Unterschied zu anderen Spielen des Genres setzt Path of Exile nicht auf Gold als Spielwährung, sondern auf diverse Items, sogenannte Currency Items. Mit diesen Gegenständen lässt sich vorhandene Ausrüstung auf vielfältige Art und Weise aufbessern. Siehst du, das haben wir zum Beispiel auch nie gemacht, weil ich mich mit diesem System nicht auskenne. Gut, dauernd Dinge neu würfeln, aber das kann jetzt auch nicht so den Mega-Unterschied machen, schätze ich jetzt mal. Darüber hinaus dienen diese dem Handel mit den verschiedenen NPCs sowie das Handel, dem Handel mit anderen Spielern. Aufgrund bestimmter Breakpoints in der Umwandlungskette dieser Gegenstände soll dem Goldfarming effektiv entgegengewirkt werden, okay? Ein Kernelement des Spiels sind Gems, magische Edelsteine, die in gesockelten Gegenständen wie beispielsweise Rüstungen, Helmen, Schilden, Waffen eingefügt und die Trägerfähigkeiten Zaubern verleihen. Ja, das haben wir mitgekriegt. Jede so erlangte Fähigkeit lässt sich zudem sogenannte Support-Gems weiter verändern und individualisieren. Die eingesetzten Gems lassen sich zudem aufleveln und andere gesockelte Gegenstände einfügen. Es gibt drei Farben, Rot, Grün, Blau. Ja, bla 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 bla. Eine weitere Besonderheit des Spiels ist ein ungewöhnlich großer und komplexer Fähigkeitenbaum, in dem sich aus insgesamt 1350 passive Fähigkeiten und Kampftechniken die gewünschten auswählen lassen.
Für jeden Level bekommt man einen Punkt, der für, ja, das ist alles klar. Charakterklassen: Marodeur, Waldläuferin, Hexe, Duellant, Templer, Schatten und Nachkommen. Skion. Skion. Skion ist übrigens auch Skion, soweit ich mich erinnere, einer der Herrscher von Atlantis gewesen. Ne? Skion. Tochter korrupter Adliger, die auf Rayclass aufgesetzt wurde, bei ungeliebten Ehemann der Hochzeitsnacht ermordete. Eine Allrounderin und setzt auf alle drei Attribute. Na toll. Und wir waren hier der Marodeur, ist ein barbarischer Stammeskrieger und setzt auf Zweihandwaffen und Stärke. Haben wir gemacht. Ich sehe da jetzt nicht großartig, ne? Blaue Bewertung liegt zwischen 87 und, nee, zwischen 80 und 89% liegen die Bewertungen. Ist auch ein schönes Spiel, muss ich ja sagen. Gut, ich finde, wir haben es ja auch gar. Ich sag mal, wir haben es ja auch nicht. Ist ja nicht so, dass wir gleich in den ersten Abschnitten abgeschissen sind. Also, wir haben ja sogar noch diese Oversoul besiegt und so. Aber es wird mir jetzt an dieser Stelle einfach zu hart. Ich habe keine Lust, dass wir echt jetzt an jeder Stelle nur noch am Abscheißen sind. Und deswegen lassen wir das. Boah, ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile mich ein bisschen aus diesem ewigen Gechatte rausziehe, ne? Ich bin nicht mehr so viel am Chatten wie vorher. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich mache zwar immer noch genug nebenbei, sodass ich immer kaum was fertig kriege, aber es ist besser als nichts. Gut, ich will jetzt hier aber auch gar nicht großartig labern. Das ist ja kein Videolog. Dann soll ich halt mal wieder meinen Arsch aufraffen und Vlog machen, wenn ich großartig quatschen will. So, die Folge dauert 25 Minuten. Mache ich einen Strich drunter, ist die letzte. Ja, meine Lieben, erzählt mir doch mal, schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr Path of Exile? Das interessiert mich ja dennoch, weil, wie gesagt, ich fand's, war echt ein cooles Spiel, optisch sowieso toll, inhaltlich auch cool, aber der Schwierigkeitsgrad, das finde ich halt gemein. Und deswegen, also an alle Leute, die mal irgendwann vorhaben, so ein Spiel zu programmieren, so ein Rollenspiel, bitte, bitte, bitte lasst den Spieler entscheiden, wie schwer es wird. Macht das von mir aus, dass man das vergleichen kann, dass man dann auch sieht, wer welche Sache schafft und blablablub mit Leddern und Kram. Aber lasst den Spieler entscheiden, wann es schwerer wird und macht's nicht selbst, weil das wird dann irgendwann einfach nur eine Kurve und die ist dann scheiße. Weil da muss man sich halt viel mehr anstrengen und viel mehr spielen, um erstmal mit der Story überhaupt durchzukommen. Ich weiß, dass es normal ist, dass man in solchen Spielen dann auch gerne mal ein Gebiet nochmal und nochmal und nochmal durchzockt. Aber das macht man, wenn man die Story durch hat. Sonst steigt die Frustrationsgrenze. Also sinkt sie ja quasi. Wie man jetzt bei mir gesehen hat. Gut, es mag andere Leute geben, die haben da mehr Geduld. Denen ist es auch völlig in Ordnung, aber für meine Verhältnisse ist das, war das too much eben. Und da macht es dann echt keinen Spaß mehr. Das ist dann kein gemütliches Spiel mehr. Aber wie gesagt, durchaus cooles Spiel. Ich werde es jetzt aber erstmal nicht mehr anrühren, weil, nö. Damit ich mir das merke, mache ich dann am besten auch gleich lokale Daten löschen. Hiermit werden alle Spielinhalte aus diesem Computer entfernt. Löschen. Dann machen wir das. Und weg ist er. So. Boah, Adventure-Kapitalist sehe ich gerade. 161 Stunden Spielzeit. Bah, da habe ich schon viel bewuselt, ne? War ich aber auch schon wieder ewig nicht drin. Könnte ich aber mal wieder machen. Mache ich auch mal. Und dann, boah, jetzt muss ich gucken, was machen wir jetzt stattdessen? Eine Sache fällt mir schon ein, aber da wird auch nur ein Quatsch-Stream draus. Aber wir werden morgen wieder viel quatschen. Aber das ist einfach noch was, das wollte ich noch mal, das wollte ich einfach noch mal raushauen. Ja. Das war mir noch, ist mir noch wichtig. Also bis morgen. Und dann muss ich mal schauen, was wir an Rollenspiel so machen. Boah, Rollenspiel, Rollenspiel. Na, das ist jetzt meine Überlegung, nicht eure. Ja, oder irgendein anderes Spiel, was halt ein bisschen länger ist, wo man halt nicht zwei, drei Folgen und dann kann man wieder was anderes machen. Gut, mein Lieben. Vielen Dank fürs Durchhalten. Weil so gut war ich ja gar nicht. Naja, es ging. Dann bis morgen, wenn ihr wollt, ne? Schaut einfach mal rein, kostet ja nix. Tüdelü.